Das ist ja zum Wahnsinnig werden. Hallihallo, ihr Lieben, freut mich, dass ihr wieder reingeschaltet habt. Ich bekomme Zuschriften von euch, so nach dem Motto, ja, da, mein Weltbild und alles anders und ich pack's nicht und was ist da los? Also ich finde es nicht zum Wahnsinnig werden. Das ist einmal das erste Thema. Das zweite Thema ist, ihr habt es gelesen, dass die Staatsanwaltschaft da wieder gegen mich ermittelt. Und dann haben einige gefragt, ah, gehst du jetzt aufs Boot und. Nein, ich werde hier bleiben. Man muss sich dem Ganzen stellen. Das ist der zweite Teil des Ganzen, denn das gehört auch zum Bewusstwerdungsprozess. Und dann der letzte Teil, das, was ich euch hier noch einmal vom Kai Brenner geteilt habe, mit alles ist Frequenz. Gut. Worum geht es also? Bezüglich wahnsinnig werden, schaut, wahnsinnig wird man nur dann, wenn man sein Ego oder seine Meinung oder sein Dasein auf irgendwelche Inhalte stützt. Denn die Inhalte, die wir bisher gehört haben, dass alles aus einem kleinen Punkt entstanden ist und das ist explodiert und seitdem dehnt sich das Universum aus und wir sind so von irgendeiner Eizelle und evolutiv dann entstanden, das hört sich ja genauso wahnsinnig an. Ja, ist ja jetzt, wenn man sich's durchdenkt, ist das ja für uns nur deswegen nicht wahnsinnig, weil es da draußen auch jeder plappert und somit glauben wir es. Aber mittlerweile gibt es ja viele Menschen, die also erkennen, dass es hier alternative Geschichten gibt, sei das jetzt die Evolution betreffend. Ich kann euch nur empfehlen, ich habe jetzt wieder einen Bekannten, der hat sich nach 5 Jahren, obwohl ich ihm das schon 5 Jahre erzähle, hat er sich angeschaut, was Darwin nicht wissen konnte, von Professor Scherer, von diesen Evolutionsbiologen, der das sehr gut für den Laien aufarbeitet in einem YouTube-Video. Da draußen gibt es viel mehr noch Wissenschaftler, die darüber reden, aber dieser Vortrag, was Darwin nicht wissen konnte, ist, finde ich, so ein Türöffner. Und das hat er sich jetzt endlich angeschaut und dann sagt er so, ja, das ist ja Wahnsinn. Das ist ja wirklich alles ganz anders. Ja. Und dann ergeben diese Kataklysmen, diese Schlammfluten, das erfundene Mittelalter, alles, was wir im Kanal auf Telegram rauf und runter gepostet haben, ergibt dann natürlich ein anderes Geschmäckle. Man darf aber nicht den Fehler machen, dass man dann sofort wieder diesen Standpunkt vertritt, sondern man muss offen bleiben. Ja, das Leben ist viel größer. Und ich werde immer wieder gefragt, na, sind wir jetzt von Aliens oder ist es eine Quelle? Oder ich kann euch das selber auch nicht sagen. Ich kann euch nur die Muster aufzeigen. Die Muster zeigen darauf oder deuten darauf hin, dass das hier ein Versuchsplanet ist. Das hat aber dann nichts mit einer Quelle an sich zu tun, weil wenn ich Versuche mache, wenn ich mit Ratten Versuche mache, na, dann habe ja auch ich einen Ursprung. Ich bin ja nicht der Erschaffer der Ratten. Und deswegen, das habe ich euch immer wieder auch erzählt, jetzt in den letzten 3 Jahren sehr offen, früher so verdeckt, ja, ich habe das, da gibt es ein Video, ich glaube, das nennt sich Ohne dem Nichts kein Etwas. Da habe ich das versucht, immer so durch die Blume anzudeuten. Oder über die Evolution, viele Videos, dass es für mich gibt es eine Quelle, aber die funktioniert ganz anders, als man es uns bei den abrahamitischen Religionen erzählt. Und diese Person, Jesus oder Mohammed oder Buddha, das waren keine Buddhisten, das waren keine Islamisten, das waren keine Christen, ja? Das waren so wie Sokrates, wie Platon, das waren sehr spirituelle Menschen, die vielleicht deren Name noch ausgewechselt wurde, damit man dann diese Personen für die eigene Geschichtsschreibung nützt. Ihr kennt das Video von der Zuversicht. Ich habe das vor kurzem gepostet, war eine sehr, sehr gute Zusammenfassung. Ja. Aber es gibt da draußen wahnsinnig viele Menschen und gab viele Menschen, die von sich aus einem inneren Beweggrund plötzlich dieses Allumfassende, diesen Wir-Gedanken entdecken, ja, und diese Verbundenheit und darüber dann auch reden. Und ich habe das auch, ich empfinde das auch so und deswegen ist für mich hier eine Quelle oder eine Kraft am Wirken, die
vielleicht von uns entsteht, von unserem Bewusstsein, morphogenetisches Feld, Plasmaversum, Global Consciousness Project, ja, das sind so Worthülsen, die spielen da alle mit. Und wenn wir aufhören, uns festzubeißen, es ist jetzt, na, die Urknalltheorie ist ein Schwachsinn und es ist jetzt so oder so, wenn wir das einfach flüssig annehmen, dann bin ich überzeugt, dass wir im Sinne der Schwarmintelligenz noch zu unseren Lebenszeiten viel herausfinden werden können. Und dass das Leben mystisch ist, das habe ich euch eh immer wieder erzählt. Also wahnsinnig wird man nur dann, wenn man sozusagen immer wieder klammert an Content, wenn man sich verbeißt an Content, wenn man das aber so an sich vorbeiziehen lässt und dann in Gedanken gerät und alle möglichen Dinge zulässt und vor allem auch zulässt, dass man etwas nicht weiß und dass man nicht alles wissen muss, ja, dann wird man nicht wahnsinnig. Also das einmal zum ersten Teil. Zum zweiten Teil, ja, ihr habt es gesehen, die Staatsanwaltschaft, das ist recht interessant, wie da verfahren wird. Ich habe euch das eh kurz geschildert, da wird also da hat jemand ein Video hochgeladen, dieses Video bekomme ich dann zugeschickt und ich gebe dann ein Statement, ich sage zu diesem Beitrag, du, das ist antisemitisch, hört auf mit dieser Hetze, hört auf mit dieser Spaltung, mein ganzer Kanal oder mein ganzes Tun handelt davon, dass man aufhören soll mit dieser Spaltung und dann wird der Kanal zufällig zerstört, ja, oder zufällig war da etwas und es werden sich Inhalte herausgepickt und dann der Staatsanwaltschaft geschickt, dass es so aussieht, wie wenn ich das gepostet hätte, nämlich mit antisemitischem Hintergrund. Ja. Und dass das eigentlich genau umgekehrt war, dass das wieder so eine satanische Verdrehung ist, das kommt dann da nicht raus. Und wir haben das der Staatsanwaltschaft klargestellt. Das Interessante ist, dass die Staatsanwaltschaft jetzt bei dieser, ich weiß nicht, ob es eine Klage ist oder ein Ermittlungsverfahren, ich kenne mich in diesen juristischen Mikrokosmen nicht so aus, nehme auch die Worthülsen nimmer mehr so ernst, weil ihr seht eh, durch all diese Aktionen, die da passieren, sowohl die Medizin, die Wissenschaft, auch der juristische Mikrokosmos, er entwertet sich eigentlich selber. Und das ist schade, denn es arbeiten sowohl in der Juristerei, in der Medizin, arbeiten viele Menschen mit Herzblut und durch solche Machenschaften dann von ein paar wenigen wird es völlig entwertet und das ist schade. Aber da muss man eben dagegenhalten und weglaufen bringt gar nichts und dagegenhalten würde auch bedeuten, dass man dann, weiß ich nicht, was die Folge wäre, Fußfessel oder ins Gefängnis gehen oder und dort halt weiter aufklären, ja, dort halt weiter wirken, energetisch da sein, aber nicht die Flucht antreten, weil das ist genau das, was sie wollen, Chaos und Verfolgung und Angst und das ist der falsche Weg. Na, auf alle Fälle, die Staatsanwaltschaft geht dann her und schickt dem Richter das Video, welches da auf dem anderen Kanal hochgeladen wurde, transkribiert, ja, in einer urlangen Wurst, sodass man Schädel wegkriegt, weil ja, das war antisemitisch, aber meine Stellungnahme, dass ich kurz gesagt habe, hört auf mit dem Scheiß, dieser Beitrag ist antisemitisch, das wird weggelassen. Und man hat so das Gefühl, dass da gibt es Kräfte, die wollen normale Menschen verwirren, ja, dass man ihnen zum Beispiel so ein langes Video transkribiert und das ist so, wie wenn der ORF eine Rede von Hitler bringt und der ORF feststellt, die Rede dauert 15 Minuten und der ORF sagt, schaut, wie damals Hitler antisemitisch gehetzt hat und dann bringt er diese Rede und ich zeige den ORF an und sage, der ORF bringt antisemitische Inhalte und transkribiert die Rede und schickt das der Staatsanwaltschaft und lass aber weg, dass der Beweggrund, wieso der ORF das gezeigt hat, eigentlich einer war, weil sie den Antisemitismus mit dieser Rede aufzeigen wollten und lass sozusagen die ganzen Statements vorher und nachher weg. Ja, so verfährt man da jetzt und das ist Kindergartenniveau auf niedrigster Schublade. Es sind auch immer wieder die gleichen Netzwerke, die das machen und da versuchen die Leute zu vernadern
ob sie wirklich so dämlich sind und das nicht erkennen und so gefangen sind in dieser Ego-Blase oder ob sie das ganz bewusst machen, ja, wird vielleicht einmal die Zeit zeigen. Auf alle Fälle ist es wichtig, solche Dinge dann auch hier auszusitzen. Und da seht ihr, erzähl Gott deine Pläne und du bringst ihm zu Lachen oder willst du Gott zum Lachen bringen, dann erzähl ihm über deine Pläne. Ihr wisst ja, ich möchte dieses Charter-Business starten, vielleicht wird sich das jetzt um ein halbes Jahr, vielleicht sogar noch länger verschieben. Ja, oder vielleicht findet es auch gar nicht statt. Ja, ist alles möglich. Dort, wo dich das Leben hinschickt, dort sollst du dann wirken und nicht aber verbissen oder wütend, sondern ihr wisst diesen Satz, letztendlich bedeutet alles verstehen, alles verzeihen. Nun gut, das ist also zu dieser Klagschrift und das Letzte bezüglich Energie. Ich habe euch das jetzt vom Kai Brenner auch geteilt, der sich dem in den letzten Monaten intensiver widmet. Er macht das sehr gut und diplomatisch, ist deswegen noch immer auf YouTube. Ich habe ja diese Inhalte hauptsächlich jetzt in Telegram ausgelagert in den letzten 3 Jahren, weil auf YouTube wurde ich früher, wenn man etwas in diese Richtung gesagt hat, das wurde sofort gelöscht, hat man immer uraufpassen müssen und zweimal um die Ecke reden müssen. Jetzt sind die Algorithmen wie scheint schon andere und man kann direkter und offener das kommunizieren. Er macht das sehr gut und schaut es euch an, da sagt er also über dieses Kataklysma im 18. Jahrhundert und da geht es wieder darum, dass die Städte plötzlich menschenleer waren und er verbindet da, ich habe ihm jetzt einen Link geschickt über das Plasmaversum, dass das wie scheint eine elektromagnetische Entladung war und ja, vielleicht erwartet uns das jetzt auch wieder so eine elektromagnetische Entladung. Vielleicht werden wir durch den Upload, erinnert ihr euch an Kopfschmerzen und, wir haben darüber schon in vielen Videos geredet, vielleicht werden jetzt nur andere Antennen aktiviert, Gene, und wir werden bewusster, vielleicht kommt es nicht zu so einem Kataklysma und letztendlich wird es davon abhängen, wie gut wir miteinander auch wirken. Ihr wisst, ich habe euch das schon in älteren Videos auch gesagt, wie es scheint, wird unser Bewusstsein darüber entscheiden, wie sich die Dinge entwickeln. Und vielleicht wird unser Bewusstsein auch ein Schild sein, dass hier ein paar wenige überbleiben. Und diese paar wenigen wurden dann, das arbeitete er auch in älteren Videos heraus, wie es scheint, wurden die dann in ihren Häusern aufgehoben. Das waren wie scheint die Überlebenden dieses Kataklysmas oder dieser Korrektur der Quelle oder des Experimentators. Und man wollte eben dann die Geschichte so erzählen, wie es die heutigen Eliten, Machthaber, wie ihr sie nennen wollt, uns eben erzählen. Ja, es ist also spannend und seht diesen Konflikt oder diesen Weg des Bewusstwerdens nicht nur in hier Inhalte lesen oder teilen, sondern das kann eben auch sein, dass man sich dann vor Gericht in Liebe mit den Menschen unterhält, auch wenn sie vielleicht einen angehen. Das kann sein, dass man in seinem Umfeld, in seiner Familie lernt, Grenzen zu setzen oder bei den Arbeitskollegen und denen nicht nur nach dem Mund redet. Dazu gehört, dass man seine eigenen Bedürfnisse, ich will jetzt segeln, hintanstellt und oder ich will in der Orde sein, ja, hintanstellt und halt auch dann den Weg vielleicht wieder der Judikatur einschlägt, obwohl es sich anfühlt wie Sandkistenspiele, ja, aufgrund der Muster, die man erlebt hat. Das heißt, das sind alles Dinge, das trägt nicht nur zur globalen Bewusstwerdung zu, sondern das ist, wie scheint, auch euer Schutzschild. Und ich habe euch eh immer gesagt, behalten kannst du nur, was du verschenkst. Da gibt es wahnsinnig viele Gleichungen, die uns von sehr spirituellen Menschen mit auf den Weg gegeben wurden, die alle immer in die gleiche Kerbe schlagen. Wir müssen aufhören, dieses egoistische Prinzip, dieses Ich-Prinzip und hin zu einem Wir-Prinzip, aber da auch lernen, dann Grenzen zu setzen. Das heißt, wenn einer sich dumm benimmt, ihm das mit Liebe aufzeigen,
Grenzen setzen und wenn er wieder normal wird, ihn dann auch in Liebe wieder aufnehmen, ihm seine Freiräume lassen, dass er das erkennt, ja, und dann halt gemeinsam wieder weitermachen. Nun gut, ihr Lieben, so viel zu diesem kleinen Potpourri und zu euren Fragen. Rethink everything, vor allem raus aus der Angst, raus aus der Spaltung, hin in ein Miteinander. In diesem Sinne alles Liebe.